deutsches Märchen. Wirklich allerbeste Freunde. Es war einmal in einem fröhlichen kleinen Dorf, da lebten Hugo und Elsie, die immer alles gemeinsam unternahmen und sich nie von der Seite wichen. Schau, Elsie, ein Elfenkönig. Sieht der nicht stark aus? Ich könnte der Elfenkönig sein. Siehst du meine spitzen Ohren? Oh, na dann, könnte ich die hübsche Hexe sein? Sie waren wirklich die besten Freunde und niemals konnte sie jemals trennen. Aber im Gegensatz zu diesen beiden, die immer zusammen waren, lebte tief im Wald ein junger Zwerg namens Kobi, der wirklich keinen Freund hatte. Mama, lass uns heute nach draußen gehen, damit ich die Bärenfeen treffen kann. Oh, Kobi, siehst du nicht, dass ich mit dem Putzen beschäftigt bin? Ich kann jetzt nicht mit dir raus. Und was ist, wenn ich allein rausgehe? Schatz, ich hab dir doch von den bösen und hungrigen Trollen erzählt, die in dem Wald herumstreifen. Und die kommen hauptsächlich heraus, wenn es dunkel ist? Ich weiß das. Aber ich werde sehr vorsichtig sein. Es tut mir leid, Kobi. Aber du bleibst drin. Warum spielst du nicht mit deinen tollen Spielsachen? Ja, Mama. Später kam Kobi, um nach seiner Mutter zu sehen. Mama, ist das Mittagessen fertig? Oh, Mama schläft. Das ist meine Chance. Ich muss jetzt rausgehen. Kobi schlich sich leise aus dem Haus und eilte davon. Auf seinem Weg erreichte er bald das Dorf. Wow, so viele Leute. Ich war noch nie in einem menschlichen Dorf gewesen. Hä? Kobi erblickte Hugo und Elsie, die fröhlich zusammen spielten. Kinder? Oh, wenn ich mich nur mit denen anfreunden könnte. Aber wie? Hugo, lauf los und versteck dich, während ich bis 10 zähle. Ha, du wirst mich niemals finden. Als Elsie die Augen schloss, sah Kobi seine Gelegenheit und ging leise auf sie zu. Oh! Kobi verzauberte sie mit einem Hypnoseband und so ging sie ihm einfach nach. Nach einer Weile hatte Hugo das Warten satt und kam aus seinem Versteck. Elsie? Seltsam. Ist sie nach Hause gegangen? Elsie aber war bei Kobi, der sie an einen anderen Ort gebracht hatte. Aber Kobi war noch jung und sein Zauber war nicht so stark. Und so ließ der Bann jetzt bald nach. Oh, wo bin ich? Und wer bist du? Mein Name ist Kobi und ich möchte, dass du mit mir spielst. Was? Aber ich kenne dich nicht. Ich will nicht spielen. Bring mich nach Hause. Nee, ich sah dich mit diesem Jungen spielen. Also kannst du auch mit mir spielen. Komm schon, sei nicht so mürrisch. Lass uns was spielen. Kobi zeigte Elsie die hübschen flatternden Schmetterlinge, bot ihr köstliche Pralinen an und schnitt sogar lustige Grimassen, um sie zum Lachen zu bringen. Aber Elsie war ängstlich und unglücklich, denn sie wusste ja nicht, dass Kobi nur spielen wollte. Sie dachte, er sei ein gemeiner Zwerg, der sie entführt hätte. Es nützt nichts. Ich habe alles versucht. Du hast nicht einmal gelacht. Ich möchte wirklich nach Hause gehen. Ich glaube, ich habe eine dumme Sache gemacht. Aber schau, ich habe keine Freunde und ich wollte nur, dass jemand mit mir spielt. Es tut mir wirklich leid. Als Elsie das hörte, dachte sie bei sich. Er scheint nicht so schlimm zu sein, aber ich kann ihm einfach nicht vertrauen. Vielleicht bringt er mich nach Hause, wenn ich mit ihm spiele. Ich werde mit dir spielen, aber du musst mich danach nach Hause bringen. Kobi war begeistert. Er versprach, sie nach Hause zu bringen und beide spielten glücklich miteinander. In der Zwischenzeit hatte Hugo zu Hause allen erzählt, dass Elsie vermisst wurde. Und so sucht nun alle nach ihr. Elsie! Elsie, wo bist du? Alle waren sehr besorgt. Sie suchten stundenlang, bis es dunkel wurde. Schließlich gingen sie alle traurig nach Hause. Elsies Eltern redeten von bösen Leuten, die sie entführt hätten.
Aber Hugo meinte, dass vielleicht eine der magischen Kreaturen sie mitgenommen hätte. Zur selben Zeit auf der Blumenwiese sah Elsie zum Himmel auf. Kobi, du musst mich jetzt nach Hause bringen. Es wird dunkel. Dunkel? Aber dein Zuhause ist weit weg. Und Trolle kommen in der Nacht heraus. Kobi fing an, bitterlich zu weinen. Es ist alles gut. Lass uns morgen nach dem Weg suchen. Wir wollen dann jetzt einen Platz zum Schlafen finden. Trolle sind riesig und werden uns nicht finden, wenn wir uns gut verstecken. Also gingen die beiden eine Weile zusammen und fanden schließlich einen hohlen Baum. Sie krochen hinein und kuschelten sich in den Schlaf. Derweil im Dorf konnte Hugo nicht schlafen. Er dachte verzweifelt an Elsie. Ich muss sie finden. Jetzt schlafen alle. Ich werde jetzt losgehen. Er schlich sich in die Nacht hinaus und machte sich auf die Suche nach seiner Freundin. Als Elsie und Kobi am nächsten Morgen aufwachten, bat sie ihn, sie nach Hause zu bringen. Nach Hause? Warum spielen wir nicht noch ein bisschen? Ich kenne einen Ort, den du absolut lieben wirst. Aber Kobi, ich muss nach Hause gehen. Du spielst gar nicht gern mit mir, oder? Nein, nein, so ist es nicht. Ich liebe es, mit dir zu spielen. Gut, lass uns an diesen tollen Ort gehen. Inzwischen hatte Hugo die Blumenwiese erreicht. Ist das nicht Elsies Band? Was wäre, wenn... Nein, ich muss positiv denken. Sie muss ungeschickt hingefallen sein und sich im Gebüsch verfangen haben. Ich muss sie finden. Er ging weiter und hoffte auf das Beste. Kobi führte Elsie jedoch durch einen großen und dunklen Wald. Kobi, wohin bringst du mich? Wir sind fast da. Schließe die Augen. Kobi hielt ihre Hand und zog Elsie durch ein paar dicke Büsche. Jetzt mach sie auf. Wow, Sonnenblumen. Ja, Kobi hatte Elsie in ein riesiges Sonnenblumenfeld geführt. Soweit sie schauen konnte, gab es wunderschöne Sonnenblumen. Und so hatten die Kinder beide sehr viel Spaß. Inzwischen hatte der arme Hugo den hohlen Baum erreicht. Oh, da ist wieder ein Band von Elsie. Oh nein, was, wenn wirklich eine gemeine Fee sie entführt hat? Oder ein Kobold hat sie ausgetrickst? Er fing an, jetzt noch viel schneller nach ihr zu suchen. Elsie und Kobi spielten vergnügt. Aber schon bald begann der Abend hereinzubrechen. Kobi, ich muss jetzt nach Hause gehen. Jetzt? Warum? Können wir nicht noch ein kleines bisschen spielen? Schau, wenn es dunkel wird, kommen die Trolle heraus. Das würdest du nicht wollen, oder? Oh, gut. Gehen wir zurück zum Wald und suchen uns einen neuen Baum zum Schlafen. Elsie stimmte zu und hoffte, dass er sie am nächsten Tag zurückbringen würde. Aber als sie sich umdrehten, begannen die Sonnenblumen plötzlich zu rascheln. Oh, was ist das? Vielleicht eine Maus? Es ist ein Troll! Habt keine Angst, ich bin nur zufällig hier. Hey, ihr beiden scheint Spaß zu haben. Darf ich mitmachen? Oh, und ich heiße Jamie. Warte, willst du etwa mit uns spielen? Aber müsstest du nicht gemein sein? Natürlich nicht. Ich weiß, dass jeder Angst hat, weil ich ein Troll bin. Aber echt, ich suche nur Freunde. Oh, er ist genau wie du, Kobi. Dann denke ich, kannst du mit uns spielen? Oh, wirklich? Oh. Und so fingen die drei an, zusammen zu spielen. Hugo hat jetzt den dunklen Wald erreicht und fragte sich, wo Elsie wohl sein könnte. Ich hoffe, ich finde sie bald. Was ist, wenn sie verletzt ist? Was, wenn sie... Nein!
Elsie! Er stürzte sich durch die dichten Büsche und fand Elsie, die genervt dastand. Ich habe verloren. Ungerecht. Arme Elsie! Willst du es noch einmal versuchen? Elsie? Was tust du? Wer sind die? Hugo! Oh, du bist gekommen, um mich zu finden. Ich hab dich so vermisst. Das sind unsere neuen Freunde, Toby und Jamie. Die sind wirklich nett. Hugo war völlig geschockt, als er sie mit einem Troll und einem Zwerg spielen sah. Aber weil Elsie sich so sehr freute, dass sie Hugo endlich wieder sah, schämte sich Toby ganz fürchterlich. Elsie, es tut mir wirklich leid, dass ich dich von deinen Freunden und deiner Familie entführt habe. Oh, das ist in Ordnung, Toby. Am Ende ist es doch ganz gut gelaufen, oder? Nicht wirklich. Wir müssen noch nach Hause gehen, weißt du? Und es ist ein langer Weg zurück. Oh, wartet. Vielleicht hilft das hier ja. Das ist ein magischer Hut. Wenn ich die Glocke schüttle und mir etwas wünsche, wird der Wunsch wahr. So können wir alle nach Hause kommen. Aber wenn du so einen Hut hast, warum hast du dir nicht gewünscht, dass jemand mit dir spielt? Weil das nicht dabei hilft, wirklich echte Freunde zu finden, oder? Wie dem auch sei. Kleine Glocke. Ich möchte mit Elsie und Hugo zusammen nach Hause gehen. Und, Toby. Die Glocke klingelte und es dauerte nicht lange und sie standen alle in Hugos Garten. Wir sind zu Hause. Oh, aber unsere Eltern und alle anderen müssen sich schlimme Sorgen gemacht haben. Haben sie? Jamie, könntest du bitte wünschen, dass einfach jeder vergisst, dass Elsie verschwunden war? Und so wünschte es Jamie, schüttelte die Klingel und löschte alle Erinnerungen der Dorfbewohner. Es wäre super, wenn du das auch bei meiner Mutter tun könntest. Sie wünschten sich eine gute Nacht und trennten sich. Von da an spielten die vier fast jeden Tag gemeinsam und wurden bald die allerbesten Freunde. Das beweist, dass Freundschaft keine Grenzen kennt. Egal, wie anders jemand ist oder wie ungewöhnlich jemand aussieht, wahre Freundschaft findet immer einen Weg.